Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video und passend zum gestrigen Thema, warum du meditieren solltest und auch passend zu meiner aktuellen 21-Tage-Meditations-Challenge für Anfänger, möchte ich heute über das Thema Meditieren mit Kindern sprechen. Es ist aus zwei Gründen unglaublich wichtig für mich persönlich. Zum einen, weil ich Meditation viel mehr in meinen Alltag integrieren kann, weil ich halt nicht nur allein sein muss zum Meditieren, sondern weil die Kinder auch ab einem gewissen Grad dabei sein können und wir gemeinsam meditieren können, aber auch, weil ich das meinen Kindern sehr zeitig mit auf den Weg geben möchte. Also, dass es für sie normal wird, mindestens einmal am Tag zu meditieren, in stressigen Situationen zu meditieren. Sie lernen dadurch auch, sich runterzuholen, in stressigen Situationen Ruhe und Entspannung zu finden, sich nicht so extrem stressen zu lassen, einfach ein ruhigeres und ausgeglicheneres Leben zu führen. Das ist mir wichtig, von klein auf meinen Kindern mitzugeben. Und wie mache ich das nun? Das kann man tagsüber super simpel machen durch eine Atemmeditation. Dass, wenn man gerade merkt, okay, die Kinder sind gerade extrem aufgewühlt, die sind nur am Rumtoben und du magst das gerade nicht oder du merkst auch, dass gerade für deine Kinder eigentlich gerade nicht gut ist, sondern dass die aus einem stressigen Impuls heraus tun, dann setzt euch halt gemeinsam hin und du leitest diese Meditation. Du sagst deinen Kindern, macht vielleicht auch eine schöne Musik an, sagst deinen Kindern, jetzt schließen wir mal die Augen und dann atmen wir ganz tief in unseren Bauch ein. Stell dir einen Luftballon vor, der jetzt ganz, ganz groß wird. Das ist euer Bauch und da müssen wir jetzt ganz viel Luft drin einatmen. Und dann lassen wir diese Luft aus diesem Luftballon wieder entweichen und atmen durch den Mund wieder aus. Das wird denen Spaß machen. Also ich mache das ja selber, also mit Vince zumindest, mit Svea diese Atemmeditationen ansetzen. Das wird denen Spaß machen. Und so könnt ihr die innerhalb von 2 Minuten extremst runterfahren und das Stresslevel eurer Kinder senken. Abends ist es natürlich super schön oder ich mache es auch mittags mit Vincent, weil der ja jetzt nicht mehr so ein aktiver Mittagsschläfer ist, aber dass der da sich trotzdem aktiv für eine gewisse Zeit entspannt. Es gibt super schöne geführte Meditationen auf YouTube. Es gibt auch Entspannungsgeschichten, die so einen ähnlichen Effekt haben. Dazu kann ich sagen, es wird in diesem Jahr ein Buch von mir geben mit Entspannungsgeschichten für Kinder. genau, aber es gibt wunderschöne geführte Meditationen für Kinder auf YouTube. Einfach mal in die Suche eingeben, Meditation für Kinder und ihr findet super tolle Sachen von Mojo Dee zum Beispiel. Und das mache ich halt mit Vince, aber gemeinsam. Also wir legen uns gemeinsam hin, schließen gemeinsam die Augen. Ich bereite ihn auch darauf vor, was wir da jetzt gleich machen, warum es gut ist, dass er die Augen zum Beispiel schließt, was diese Meditation bei ihm bewirken soll, eben, dass er sich ein bisschen ausruht, dass er sich ein bisschen entspannt. Und dann machen wir diesen Prozess auch gemeinsam. Und dann auch nicht so große Erwartungen an euer Kind haben. Die werden zappeln, die werden auch mal die Augen zwischendurch aufmachen. Das ist völlig in Ordnung. Nur, wenn es dann zu lange dauert, einfach wieder daran erinnern, du, wir wollten halt die Augen zumachen, wir wollten uns mal ein bisschen entspannen und ruhig liegen bleiben. Genau. Und das halt einfach regelmäßig zu machen. Und langsam anfangen. Wie gesagt, mit so einer Atemmeditation anfangen. Das dauert ein paar Sekunden, eine Minute. Die Atemmeditation dann mal ein bisschen ausweiten. Dann kann man auch eine Fantasiereise mit den Kindern machen. Einfach, dass die sich entspannen und dass das Teil ihres Alltags wird. Und auch, wie gesagt, diese Meditation zum Mittagsschlaf am Abend zu einer Regelmäßigkeit werden lassen. Das können 5 Minuten sein, 15 Minuten sein. Lasst das ein Teil eures Abendrituals werden und so kann man super simpel im Alltag mit den Kindern meditieren. Auch mal, wenn ihr draußen seid, wenn ihr gerade im Wald seid und die Luft so angenehm ist. Sich einfach mal hinstellen, fasst euch gerne an den Händen, Augen schließen und mal tief durchatmen. Schon das ist meditieren und dann eure Kinder mal fragen, was hört ihr gerade, was riecht ihr gerade, was spürt ihr gerade. Schon das ist meditieren und das kann man super einfach im Alltag mit den Kindern integrieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, es hat euch weitergeholfen und schreibt mir gerne, wenn ihr das mit euren Kindern ausprobieren möchtet oder wenn ihr es schon ausprobiert habt, wie eure Erfahrungen waren und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, tschüss!